Tag, ne? EDF, ne? Wir gucken mal, ich habe den Stingray, aber ich will natürlich den Stingray ST2. Und bei dem Sturmgewehr, ja, so ganz so sicher. Ich mag halt diesen Burst-Modus nicht. Und bin nicht so der Fan von. Und das tatsächlich lieber. Ich weiß aber auch nicht, was. Okay. Das dürfte passen. Wir bereiten. Schraubbier. Sorry. Hab grad nichts anderes. Schießt! Jo, Mama. Ich weiß nicht mehr, wie viel der ST2 gegenüber dem ST macht und gegenüber dem normalen Stingray. Keine Ahnung. Aber das wird schon passen. Ich baller dir die Kniescheibe, du Miesfisch. Ist ich. Läuft. Wo ballert denn da der andere Hector hin? Das ist ja Bullshit. Ich treffe ja schon nichts, ne? Aber ihr. Das ist ja lächerhaft. Das ist eine Rüstung dabei und dahinter ist eine Waffe. Ja, Baby. Und da sind irgendwo Fahrzeuge. Was? Bitte keine Hubschrauber, die bringen mir gar nichts. Ah, den Walker will ich mir mal krallen. Stoßen, hat er gesagt, die Sau. Da drüben, der Feind. Bereit machen. Rogers, ein Schuss für dich. Ich treffe jetzt nicht oft, aber durch die Feuerrate ist es auch scheißegal. Jawoll! Jetzt kommt ihm da dran. Ja, wir können auch jumpen mit dem Ding, aber das ist so sinnlos eigentlich. EDF 2025 sind die Mechs echt übel. Man kann hier halt bloß so einen so hängen gebliebenen Jet. Es ist so nervig, ich gehe zu Fuß weiter. Wie gesagt, das ist immer noch schneller. Die fette Rolle, ne? Aber Schaden hat er ganz gut ausgeteilt. Kann ich nicht mal meckern. Ein bisschen zu wenig zu schräg. Muss mehr schräger. So. Jetzt halte ich gerade den Stick richtig. Yeah, Baby. Wir haben noch zwei Gegner eigentlich an sich, aber ich glaube, da sind per se auch mehr. Ja, ich versuche zumindest ein bisschen nachzuziehen. Das Haus habe ich voll erwischt, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und ich habe aber überlegt, eigentlich sieht jedes Gebiet aus wie dieses, wenn wir fertig sind. Dass hier noch dieses Auto geparkt hat. Es ist so strange eigentlich. Au, das tat ein bisschen weh. Ist gut, das tat ordentlich weh. Er saß. Die Stingray-Raketen sind auch recht schnell.
Wir sind ein Scheiß! Wir sind ein Scheiß, Leute! Kannst nichts weiter machen, außer ballern. Und ja, ich muss tatsächlich mal sagen, das ist eins von diesen zu Recht eigentlich in Verruf geratenen Ballerspielen. Aber wir ballern weiter. Wenn wir dabei Baller werden. Das fick dich doch, du Niesfisch. Schon, der sich so unadäquate Worte in den Mund nehmen. Wie fick dich? Wow. Aber mal so richtig. Sammeln wir mal ein bisschen Heilung ein. Ich glaube, das ist per se eine gute Idee. Zudem, da ja auch das eine oder andere Waffen-Item dabei ist. Hätte nicht gedacht, dass ich so schnell von dem wegrollen kann. Hey, oh, ich schieße den Arm ab. Und noch ganz andere Sachen. Hallo. Entschuldigung, ich hatte gerade echte Probleme mit meiner Kippe. Und ich meine echte Probleme. Es war echt warm im Schritt, Leute. Alle drei? Jo. Da war ein leichter Hupfer von meiner Seite aus drin, das heißt, ich habe nicht 100% getroffen. Ich war trotzdem down. Ja, weil ich ja genau. Ich habe die Dinger eigentlich fast nie genutzt, wenn ich selber privat spiele, aber es liegt halt einfach bloß an der Steuerung als solches. Also nicht, dass die Steuerung schlecht ist, das meine ich nicht. Es ist einfach, dass die Dinger so dermaßen träge sind. Haben sie tatsächlich ein bisschen verbessert in den Folgeteilen. Ja, die Impulswaffe kannst du vergessen. Die Governor 25 weiß ich nicht. Die Volcano Based, ja, Burst ist ganz okay. Und die A50 ist eigentlich auch ganz nice, glaube ich. Überlege gut, welche Waffen du mit in den Kampf nehmen willst. Du kannst nur zwei mitnehmen. Hab ich noch Zeit? Du solltest also möglichst unterschiedliche Auswahl. Man kann sich mit bis zu zwei Waffen ausrüsten. Ja, Baby. Nimm mal. Und die Vulcano Burst ist so meine
Erstinterpretation, sag ich mal. Das Ding ist aber auch geil. 200 Schaden, 4... Yo. Nehmen wir das. Außer natürlich kommen... Nee, es passt. Ich habe bloß gedacht, dass wenn da fliegende Gegner kommen, dann ist natürlich der Granatwerfer ein bisschen... Aber das passt. Das passt. Frei nach den Worten des... die letzten Worte des... Starkstrommonteurs. 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts. Pass, 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 pass. Die können übrigens echt wesentlich mehr ab als die schwarzen Ambassen. Ich glaube, da erkläre ich euch nicht irgendwie was, was ihr nicht schon mitgekriegt habt. Aber geht trotzdem ganz gut ab. Zumindest nehmen sie Flugstunden. Kommunistenameisen sind scheiße. Übrigens ist die AR-15 auch nett verkehrt. Gerade feststellen. Also wie gesagt, bloß, dass ich ihnen so viel reinballern muss, dass ich wirklich an den Arbeiten als solches. Die können ganz gut vertragen. Warum da jetzt da hinten irgendwo eine ist, ist ein bisschen scheiße. Aber ich sag mal so. Erstens kriegen wir uns irgendwie hin. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht! Hab's doch erwischt, ich wollte's gerade sagen. Irgendwann kommen sie schon vorgekrochen. Aber ich kann derweil auch noch ein bisschen Loot einsammeln. Ah, ihr habt sie erwischt. Was für euch spricht. Nicht zurückweichen, weiter schießen! Warum lauft ihr denn alle rückwärts? Das verstehe ich nicht. Geschafft! Bin blank! Ich lade nach! Hab alles verbraucht! Ich lade nach! Ja, es läuft schon. Hier muss man halt wirklich sehr, sehr rückwärts gehen. Also, The Red Beach ist ein Level, der wiederholt sich tatsächlich in fast jedem IDF. Oder Monster Hunt gibt es auch und auch in Global Defense Force. Es wiederholt sich halt. Das ist tatsächlich ein Level, der kommt immer vor. Also ein Strandlevel, in dem rote Ameisen angreifen. Was das für eine Aussage haben soll, kann es euch nicht sagen. Aber es gibt halt jedes Mal das Level. Die Ameisen können einen übrigens greifen. Ihren blöden Zang. Was wirklich ein bisschen assi ist. Ich baller jetzt ins Leere, damit ich nachlade. Wie gesagt, in dem Spiel keine Nachladetaste. Ein bisschen Panne. Und jetzt bin ich tatsächlich auch stark am Loot sammeln. Also gerade was Armor und Waffen angeht, also Armor Rüstung. Klar. Machen wir gleich. Oh, die sind doch schon ein bisschen mehr als erwartet.
Nehmt das und das! Aber sie fliegen ordentlich. Fliegen, alles cool. Merkt auch, dass das dass die Maschinenpistole, das Sturmgewehr, das MG nicht so wirklich was reißt bei denen, ja? Ich bin verwundet. Das war meiner. Ich würde es gut trotzdem haben. Halt so, wahrscheinlich kriegen wir jetzt so von den Waffen hier nicht so viel neues Zeug. Los, Feuer! Aber ich nehme halt trotzdem mit, was geht. Gib mir Nachschub! Meine Rüstung, die gibt definitiv irgendwas. Also irgendwas nicht, sondern die Rüstung. Zwei Gegner haben wir noch. Sie sind zu weit entfernt. Ich sehe jetzt auf nähere Entfernung auch tatsächlich nichts in Richtung Rüstung oder sowas. Also auch Holzen. Der hat auch nichts mehr fallen lassen. Aber es könnte interessant werden, was wir bekommen. Also auf jeden Fall relativ viel Rüstung. Jo. Rüstung 4, eine neue Waffe, gar überlege keine. Überlege gut, welche Waffen du mit in den Kampf nehmen willst. Stufenauswahl. In der Falle. Ich mach mal echte Speicherung. Zum Speichern der Spieldaten. Und würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es einfach mal heißt, ja, Earth Defense Force, Leute, 2017, ne? Ich hoffe, ihr macht weiter mit. Bis denne.